Hey everybody, welcome to my channel. Bei diesem Video jetzt geht es um mein großes Setup, das ich unter anderem bei Gregor Meile auf der Tour benutze. Da gibt es so einige Geräte, die man natürlich schon kennt im Internet. Da gibt es ganz viele Tutorials oder beziehungsweise Vorstellungen von Effektgeräten. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich zeige euch bloß, wie mein Pedalboard klingt und wie ich das so mache. Denn man muss das, glaube ich, alles nicht nochmal machen. Das gibt es dann schon. Und man findet diese einzelnen Geräte natürlich gut erklärt mit hervorragenden Videos schon im Internet. Das ist ein relativ komplexes Board, sage ich mal, mit einem Gigrig-Schaltsystem und eine Menge kleiner Bodentreter. Aber ich denke mal, es ist überschaubar und wenn ihr euch selbst sowas zusammenbauen wollt, könnt ihr da mal so ein bisschen hören, wie das klingt. Das ganze Setup spiele ich durch einen Fender Princeton und durch eine Oxbox, die direkt in meinen Computer geht. Und zwar in ein Universal Audio Luna Aufnahmesoftware-System. Das ist mein zweites Video hier auf YouTube und ja, ich guck mal, wie das noch so geht. Bis jetzt haben wir noch keine Gigs, bis jetzt gibt es noch Corona-Krise und die freie Zeit, die ich habe, ohne Auftritte, werde ich einfach mal nutzen, um ein paar YouTube-Videos zu machen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Auf Wiedersehen bzw. viel Spaß. Okay, das Ganze ist im Großen und Ganzen so aufgebaut, dass ich hier sozusagen die Schaltzentrale habe. Das ist das G2 von Gigrig. Da gehen praktisch alle Effektgeräte rein und dann kann ich die Geräte, die ich brauche, hier in den Signalweg schalten. Die beiden sind auf einem Kanal, da kann ich manuell den Kompressor dazugeben und dann habe ich den noch mit auf dem ersten Weg und so weiter. Wie gesagt, da gibt es genug Videos, die das alles erklären. Und hinten dran habe ich dann in der Kette noch ein Delay und ein H9 von Eventide. Und ich zeige euch jetzt mal, welche Sounds ich damit so machen kann. Mein Clean Sound hier auf der 1, das ist meistens der RC Boost und das Flint für den Hall. Clean Sound. Und dann, wenn ich so ein bisschen Rhythmus-Sounds spiele, die so ein bisschen angezerrt sein sollen, dann habe ich meistens den Gen Ray von The Murom an. Sehr tolles Verzerrerpedal. Das klingt ein bisschen wie so ein Fender Amp, den man so ein bisschen aufgerissen hat. Das benutze ich ganz oft, weil mein Amp ja meistens clean ist.
Sonst würden die ganzen Hallgeräte oder Modulationseffekte matschen. Deswegen sollte der Amp da eigentlich immer ziemlich clean sein. Dann geht's weiter hier mit einem Sendrive. Den benutze ich ganz oft für Lead Sounds. Ich benutze ganz oft so ein Slap Delay, das kann ich euch kurz zeigen. Das ist hier übrigens so gemacht, dass ich hier unten meine wichtigsten Sounds habe, hier unten auf dem G2. Und dann kann ich verschiedene Effekte dazu schalten. Also man kann dem Gerät sagen, welcher Schalter soll jetzt so eine Stompbox sein oder einen Stompbox-Modus machen. Dann kann ich hier einfach zum Beispiel das Slap Delay von der Timeline dazu nehmen und kann es auch wieder ausschalten. Das ist ziemlich gut gemacht und das mache ich auch meistens eigentlich, dass ich hier so meine wichtigsten Sounds habe und dann einfach was dazu nehme, was ich brauche. Und mit dem Slap Delay klingt das dann so. Ohne Slap. Mit Slap. Dann habe ich hier das Myriad Fuzz. Das Octafuzz von Fulltone benutze ich öfter mal. Eins benutze ich oft, um bestimmte Pedals zu boosten und so klingt das ohne. So mit. Es ist eigentlich auch schon im Großen und Ganzen das ganz normale Polytune hier. Das Volumen-Pedal, das muss ich noch erklären, das ist einfach nur ein Expression-Pedal, das hier in diesen Vertex-Boost reingeht. Und damit mache ich eigentlich meine ganze Lautstärke. Das heißt, ich kann das Volumen-Pedal immer benutzen, egal ob der Boost an ist oder aus ist. Tap-Delay-Pedal, damit kann ich die Timeline tappen für das Delay. Und ich habe das so gemacht, ich habe drei verschiedene Delay-Sounds hier direkt auf diese Stompbox-Schalter gelegt. Und da kann ich dann ein Analog-Delay dazu schalten. Ich kann hier so ein Modulations-Delay, Bucket-Delay dazu machen.
Und dann habe ich noch für die Modulationssounds, jetzt wie zum Beispiel Rotary, ein H9 von Eventide. Da benutze ich auch ganz oft das Vibe davon. Oder manchmal auch hier so einen ganz langen Hall. Okay. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Was ich noch vergessen habe, ist das Slide Rig von Origin Effects. Das ist ein Kompressor, den ich für Slide Sounds oft benutze. Ohne den Kompressor klingt das so. Dazu. Das ganze Zeug geht dann hier hinten aus dem Output raus und in diese Patchbox von Looperwerk. Da gibt es dann zwei Outputs. Ich kann, wenn ich will, das Ganze in Stereo benutzen. Habe noch einen Dryout für einen Verstärker, der keine Effekte haben soll. Das mache ich aber ganz selten, weil ich meistens wenig Sachen mitnehme und doch nur ein Amp da ist. Also meistens nehme ich einfach nur den Mono-Ausgang und das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's und das war natürlich viel Info jetzt, aber ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was rausziehen für euch. Unten im Text stehen nochmal die Links, wo ich meine ganzen Sachen herbekommen habe und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt von dem Video und bitte drückt hier unten nochmal auf das MV-Kästchen, das ist das Abo, das ist ganz wichtig, um den Channel so ein bisschen wachsen zu lassen. Und ja, denkt immer dran, das ganze Effektzeug ist eigentlich nur da, um Musik zu machen. Lasst euch nicht davon ablenken, am Ende geht es um die Musik. Und wenn man nur noch über Geräte nachdenkt, dann vergisst man vielleicht das Wesentliche. Vielleicht ist es dann manchmal sogar am besten, ein ganz kleines Board mitzunehmen, wo nur das Wesentliche drauf ist. Das mache ich auch ganz oft, nur manchmal bei größeren Produktionen geht es nicht anders. Da braucht man ein bisschen was, um auch mal Effekte vorprogrammieren zu können. Wie auch immer, viel Spaß beim Musikmachen und danke fürs Einschalten. Ciao.